Ein bisschen unheimlich ist es ja schon. Moment mal, das Rascheln weglassen. Da ist irgendwo Musik im Wald. Oder das kommt irgendwo von Schlichmerode, vom Wind hierher getragen. Ein bisschen Matsch haben wir und ein bisschen Nebel. So leicht. Schöne Stimmung. Das ist auch ziemlich zugewachsen. Der war jetzt zwischenzeitlich mal eine volle Fahrbahn breit. Das ist gut. Marschverpflegung. Ja, von den tiefhängenden Ästen nicht täuschen lassen. Da ist der Weg. So, jetzt kommt mal ein Stück richtig breiter Weg. Und auch hier hat sich der sonst langweilig breite Weg auf einen lauschigen Trail reduziert. Hier ist die Variante, die war zwischenzeitlich mal hier runter auf dem anderen Weg gegangen, sind mittlerweile komplett untergegangen. Und der Einstieg zur Originalroute ist mittlerweile auch zugewachsen. Das heißt, wir bleiben hier. Das ist ziemlich matschig. Da hat sich aber hier schon ein Parallelpfad gebildet, den man jetzt im Laub auch nicht mehr sieht. Machen wir also ab sofort hier einen kleinen Umweg. Warum ist da schon ein Pfad getreten? Weil das wohl langsam aber sicher zum Dauerzustand wird. Zumindest so dauerhaft, dass sich eine Trailumgehung für die Wanderer lohnt. Da drüben kommen wir nachher raus und laufen da hoch. Jetzt laufen wir das Stück Weg, das ich durch das Querfeld ein Stück drüben seinerzeit ersetzt hatte. Ich muss sagen, so ganz unknubbelig ist der auch nicht. Da sind wir an der Burg, an der Laufenburg. Geht zwar bergab, aber so richtig laufen, rollen lassen kann man es hier auf dem knubbeligen Zeug nicht. Wunderbar. Ja, unter ein wenig nass. Ja, und auch die bekannt sumpfigen Stellen haben uns nicht enttäuscht. Sehen Sie mich, ich bin ja alleine. Was haben wir denn hier? Ein bisschen Baumwurf. Oh, und eine Abholzung. Ah, es gibt was Neues. Neuer Eindruck. Aber wir sind ja noch nicht an der Badewanne. Aber das sieht ein bisschen anders aus, ja. Die berühmt-berüchtigte Badewanne. Gehen wir hoch auf den Trail. Oh, was sich da im Wald bewegt, sind Wildschweine. Und ich habe den Pfad in dem Sinne jetzt nicht erwischt, obwohl das hier scheint da zu sein. Bewegen wir uns mal von den Wildschweinen weg. Nochmal ein Stück sowas wie ein Weg. Aber da kommen wir gleich wieder auf den richtigen Weg. So viel zur Laufenburg-Abenteuerschleife. Jetzt geht's erstmal wieder normal weiter. Ich glaube, es geht fast nur noch normal weiter. Ein
könnte meinen, die Steingracht wäre dicht, aber wenn dem so wäre, gäbe es den neuen Pfad ja wohl nicht. Siehste? Man hat halt den Baum liegen lassen und geht drumherum. Nicht irritieren lassen. Drüben ist das Schild Heinrichspfad, aber wir haben uns schon so oft da durchgewühlt in der Hoffnung, dass der Weg noch mal wiederkommt, dass es langsam langweilig wird. Jetzt machen wir das kurze Dreieck hier und sparen uns das Rumgewühle da im Dickicht, solange der Weg nicht wiederhergestellt ist. Im Hintergrund ist die Musik wieder zu hören. Das muss dann schlicht Merode sein. Hui, hier unten ist kalt und neblig. Und da höre ich irgendwas im Gebüsch. Das sieht nass aus. Ja, ist es auch. Hey, da kriegen wir kurz vor Schluss nochmal ein schönes schlammiges Stück. Oh, das ist gut. Selbst die Umgehung hier vom Baum schön. So, jetzt kommt nichts Spektakuläres mehr, locker bis zum Ziel traben und dann haben wir die Geisterstunde auch gut überstanden.